Eminenzen, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein sehr bewegender Moment, heute hier zu stehen und zu Ihnen zu sprechen. Das Schicksal der Lübecker Märtyrer, das ist ein Kapitel der Lübecker Geschichte, das weit über die Stadtgrenzen, weit über Schleswig-Holstein hinaus Gewicht hat. Und deutlich wird das an den vielen hochrangigen Persönlichkeiten, die heute hier sind. Gäste aus 11 Nationen sind nach Lübeck gekommen, um gemeinsam mit tausenden Gläubigen zu feiern und der Lübecker Märtyrer zu gedenken. Und ich grüße Sie alle im Namen der Landesregierung Schleswig-Holstein sehr herzlich. Heute ist für Schleswig-Holstein ein ganz besonderer Tag. Und ich denke, ich kann sagen, wir, die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, wir sind stolz und dankbar. In unserem Land haben Menschen im Namen Gottes gewirkt, und zwar in so außergewöhnlichem Maß, dass seine Heiligkeit Papst Benedikt sie selig dafür gesprochen hat. Die katholischen Kapläne Eduard Müller, Johannes Prasek und Hermann Lange und der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink, sie haben ihren Glauben, ihren christlichen Glauben in vorbildhafter Weise gelebt. Die Seligsprechung der drei katholischen Geistlichen ist eine hohe Ehre und ein historisches Ereignis für unser Land. Es ist die erste Seligsprechung überhaupt in Schleswig-Holstein und in ganz Norddeutschland. Und historisch ist diese Stunde auch deshalb, weil sie katholische und evangelische Gläubige gleichsam begehen, ein katholischer Gottesdienst in ökumenischem Geist wie der unsrige ist bislang einmalig in Deutschland. Der katholischen Kirche Lübeck gebührt großes ökumenisches Verdienst. In ihr ehrendes Gedenken an die Lübecker Märtyrer hat sie den evangelischen Pastor Stellbrink über all die Jahre mit eingebunden. Beide Konfessionen haben eine unterschiedliche Sicht auf die Seligen- und Heiligenverehrung und dennoch feiern wir heute gemeinsam. Und mein Dank gilt der katholischen wie der evangelischen Kirche für dieses Miteinander. Diese Lübecker Märtyrer haben mehr als nur Zivilcourage gezeigt. In einer Zeit, in der es jeden Tag um Leben und Tod ging. Und auch deshalb halte ich die Seligsprechung der Lübecker Geistlichen für immens wichtig. Indem wir diese Menschen gedenken, halten wir auch die Erinnerung wach an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Und die Ereignisse von damals dürfen niemals vergessen werden. Der Tod der Lübecker Geistlichen hat die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten nicht ins Wanken gebracht. Aber ihr Tod ist ein Symbol, ein lautes Aufbegehren gegen Unrecht. Wo millionenfach gegen Gottes Gebot "Du sollst nicht töten" verstoßen wurde, da wollten die vier Männer nicht schweigen. Und sie wagten es, die Wahrheit bei Namen zu nennen. Sie stellten sich gegen ein menschenverachtendes Regime. Sie kämpften für die Freiheit nicht nur der Religion, sondern für die Freiheit und für das Leben als universelle Rechte jedes Einzelnen. Und ich gebe gerne zu, die Eindeutigkeit, mit der die Lübecker Märtyrer Stellung bezogen haben, beeindruckt und bewegt mich sehr. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor ihrem Mut und vor ihrem Handeln. Und es ist für mich tröstlich, mit welchem Vertrauen sie zum allmächtigen Vater ihren Weg bis zum Ende beschritten haben. Durch ihren Tod stehen sie in der Nachfolge Jesu Christi. Er gab ihnen den Weg vor und sie folgten.
Eminenzen, Exzellenzen, meine Damen und Herren, nicht immer wird unser Glaube so hart geprüft wie in den dunklen Jahren des Nationalsozialismus. Und doch können und sollten uns die Lübecker Märtyrer ein Beispiel sein. Blicken wir zu ihnen auf. Bemühen wir uns, es ihnen nachzutun. Und wir dürfen nicht wegschauen, wenn irgendwo auf der Welt Unrecht geschieht. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn auf dieser Welt 1 Milliarde Menschen hungern. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn in unserer Nachbarschaft Unrecht geschieht an Kindern, an Alten, an Behinderten, an Menschen mit anderen Glauben, anderer Herkunft und anderer Hautfarbe. Und wir dürfen nicht wegschauen, wenn dumpfer Nationalismus auch nur Anzeichen von Verständnis für die Zeit und die Gesinnung von Nazis zeigt. Politik wie Kirche tragen eine besondere, eine gemeinsame Verantwortung für das Wohl der uns Anempfohlenen. Und auch jeder Einzelne, jeder Privatmensch sollte handeln nach dem elementarsten Gebot christlichen Lebens, nach dem Gebot der Mitmenschlichkeit. Die Lübecker Märtyrer haben gemeinsam gegen die menschenverachtenden Methoden im Dritten Reich aufbegehrt. Und es war außergewöhnlich, wie sich evangelische und katholische Geistliche in politischer und in christlicher Übereinstimmung fanden. Die Konfession spielte keine Rolle mehr zwischen ihnen. Und ich wünsche mir, lassen Sie uns nicht nur über die Grenzen christlicher Konfession hinweg handeln, lassen Sie uns über die Grenzen von Weltreligionen hinweg gemeinsam eintreten gegen Unrecht und Unterdrückung und für die Freiheit und die Menschlichkeit. Die Lübecker Märtyrer weisen uns diesen Weg. Beschreiten müssen wir ihn selber. Und dafür wünsche ich Ihnen und allen und uns allen Gottes Gnade und den festen Glauben an Jesus Christus.